LAP hier und das hier ist jetzt eine Performance und ein Tutorial zu Jack der Kopfgeldjäger. Für diesen Trick benötigen wir ganz zuallererst natürlich einen Jack, in dem Fall den Kreuzjack als unseren Kopfgeldjäger. Und dann auch noch ein 32er Kartendeck. Das ist dann einfach nur ein Skatblatt oder ihr könnt ein Pokerdeck nehmen und 2 bis 6 einfach rausnehmen. Und sobald dieses Päckchen hier dann noch durchgemischt wurde, zieht sich der Zuschauer eine Karte. Völlig freie Wahl. Das wäre also in dem Fall die Kreuz 7. Dann teilen wir das verbleibende Pack in zwei gleich große Hälften auf. Das wären dann 2 mal 15. Mal schauen, ob es gepasst hat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Wunderbar. Und der Zuschauer würde dann jetzt diese beiden Päckchen hier nehmen und jedes nochmal an willkürlichen Stellen aufteilen. Zum Beispiel so und so. Dann bekommt der Zuschauer seine Karte oder er hält sie schon längst fest und tut sie auf einen der beiden Stapel, die am nächsten zu ihm sind. Zum Beispiel auf diesen hier und schnappt sich einen der beiden Stapel, die zu mir am nächsten sind, und begräbt seine Karte darin. Und ich mache das gleich mit dem Jack. lasse diesen aber face up, sodass wir gleich sehen können, in welchem Stapel dieser Jack endet. Denn ich würde dem Zuschauer jetzt das Deck geben und ihn bitten, zwei Stapel einfach nur zu machen und den Stapel, in dem der Jack dann kommt, weiter zu verwenden. Also in dem Fall wäre es dann jetzt der linke Stapel. Wir würden dann jetzt weiter durchgehen, bis beide Stapel gleich aufgeteilt sind. Und dieser Stapel hier würde dann wegkommen und der Zuschauer würde mit dann mit diesem Stapel weitermachen. Und in dem Fall würde der Jack wieder im linken Stapel enden. Und dieser verbleibende Stapel kommt natürlich wieder weg. Und ein weiteres Mal aufzahlen. In dem Fall jetzt im rechten Stapel. Und ein allerletztes Mal noch endet der Jack im rechten Stapel. Und er hat nur noch eine Karte mit dabei. Und diese Karte ist dann die Zuschauerkarte, die Kreuz 7. Und das war der gesamte Kartentrick Jack der Kopfgeldjäger. Ich habe ihn vor einigen Jahren von Magic German gelernt, einem leider inaktiv gewordenen YouTube Account für Kartentricks und alles mögliche. Es sind mir leider keine anderen Quellen dazu bekannt. Der Trick ist beinahe völlig selbstarbeitend. Anfang braucht es kurze Aufmerksamkeit, danach ist der komplett selbstarbeitend und läuft einfach so durch und wie ich gerade grad, schon gesagt habe, kann komplett in den Händen der Zuschauer eigentlich passieren, weil der Zuschauer den Rest des Tricks komplett macht. Ein Setup Braucht ihr an sich keines, aber ihr benötigt ein Skatblatt, also ein 32er Deck, also 7 bis Ass und vor allem auch keine Joker. Ihr könnt dabei zum Beispiel einfach nur ein Poker Deck nehmen und dann einfach ähm, 2 bis 6 komplett rausnehmen. Damit habt ihr das 32er Deck und natürlich auch die Joker. Und Vorkenntnisse braucht ihr für diesen Trick absolut gar keine. Zu Beginn des Tricks wählt ihr euch natürlich erst einmal euren Kopfgeldjäger aus und da der Trick Jack der Kopfgeldjäger heißt, nehme ich da meistens irgendein Jack. Im Normalfall den Kreuzjack, das habe ich so gelernt und bin dabei geblieben. Und dann wählt der Zuschauer sich irgendeine Karte verdeckt aus. Nehmen wir einfach mal in dem Fall diese hier. Und das wäre in dem Fall der Herz-Jack. Und sobald ihr das gemacht habt, teilt ihr das restliche Deck, das wären ja 30 Karten, in 2 mal 15 auf. Also ich persönlich habe es versucht mit einmal zu schaffen. Und in der Performance hat es geklappt. Mal gucken, ob es jetzt geklappt hat. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jetzt hätten wir das Deck in zwei gleich große Stapel aufgeteilt. Ihr könnt das natürlich auch einzeln abzählen, falls euch das zu schwer ist, mit diesem Augenmaß abzustimmen. Und sobald ihr hier zwei Stapel liegen habt, bittet ihr den Zuschauer, diese beiden Stapel jeweils noch einmal zu so sodass wir also vier Stapel haben. Und er soll dann seine Karte auf einen der beiden Stapel legen, die am nächsten zu ihm sind. Nehmen wir jetzt einfach mal an, er wählt diesen. Und dann auf diesen Stapel irgendeinen der beiden Stapel legen, die am nächsten zu mir sind. Nehmen wir jetzt einfach mal diesen. Dann legt ihr euren Jack, den Kopfgeldjäger, auf den Stapel, der zu euch liegt und nehmt das verbleibende Packet und sammelt es dann irgendwie ein. Es ist egal, ob ihr jetzt dieses Packet darauf legt oder dieses darauf. Wichtig ist nur, dass ihr, also dass der Zuschauer seine Karte auf einen der beiden Stapel hier legt und dann einen Stapel aus eurer Hälfte nimmt und ihr euren Jack hier drauf legt und den letzten Stapel aus seiner Hälfte nehmt. Und wie ihr das dann hier jetzt einsammelt, ist vollkommen egal. Ja, dann könnt ihr, wie in der Performance schon gesagt, dem Zuschauer das Deck jetzt auch geben und einfach zwei Stapel machen. Wo ihr hier anfangt, ob rechts oder links, ist vollkommen egal, solange ihr das Deck hier gleich aufteilt. Und jetzt wäre der eine Jack hier in der linken Hälfte. Und dann würdet ihr oder der Zuschauer dieses Abzählen weiter durchführen. Und diesen Stapel, wo der Jack nicht drin ist, könntet ihr dann theoretisch auch zeigen, dass der Herzcheck in dem Fall, also die Zuschauerkarte dort nicht drin ist. Ich persönlich mache es nicht. Ich finde, das nimmt ein wenig zu viel weg und es baut mehr Spannung auf, wenn ihr diesen Stapel verdeckt lasst. Aber das könnt ihr natürlich einbauen, wenn euch das besser in eurem Performance hier passt. Und dann macht ihr einfach weiter oder auch der Zuschauer, wie schon gesagt, kann ja auch der alles der Zuschauer hier machen, weil solange ihr das Deck eingesammelt habt, seid ihr komplett fertig. Also dann habt ihr so eine Art Setup gebildet und der Trick ist vollkommen selbstarbeitend. Und sobald ihr hier am Ende angekommen seid, habt ihr hier nur noch zwei Karten verbleibend und hier würde dann die Zuschauerkarte nebenliegen. Leider geht dieser Trick nicht so gut mit 52 oder auch 54 Karten, weil ihr dann mit zwei verbleibenden Karten, äh, beziehungsweise zwei Zuschauerkarten ankommen würdet. Also ihr hättet dann nicht nur den Kreuzjack, sondern noch zwei zusätzliche Karten da liegen. Deswegen müsst ihr dafür ein 32er Deck verwenden und kein 52er oder 54er Kartendeck. Und das wäre es dann noch soweit zu diesem sehr, sehr einfachen Trick Jack der Kopfgeldjäger. Ich hoffe einfach mal. Dieser sehr einfache Trick hat euch trotzdem gefallen und ihr könnt ihn gut anwenden. Und ja, das wäre soweit von mir. Hier habt ihr die standardmäßige Endcard, alles Wichtige dort stehen. Spielkartenshop.com, ein echt guter Online-Shop für Kartendecks und alles Mögliche. Link zum Shop auch unten in der Videobeschreibung. Dann noch der Link zu meiner Facebook-Seite, Instagram und was nicht all. Ebenfalls unten in der Videobeschreibung auch noch meine To-Do-Liste und meine Deckwahl-Erleichterung, wo alle meine Decks in eine Liste einsortiert sind und anhand einiger Dropdown-Menüs sortierbar sind. Alles in der Videobeschreibung, guckt einfach rein, auch wenn ihr das Deck wissen wollt, steht alles drin und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Sehr!